Servus ihr lieben Kugelbeschleuniger und die es noch werden möchten. Heute berichten wir direkt vom Spieltag und welche Waffe wir heute für euch haben, das seht ihr nach dem Intro. Wir haben nichts an! FV! Danke! Friede! Wir hatten heute auf dem Spieltag unsere Leopard, um die sich es nämlich eigentlich dreht. Und was sie so drauf hat und ob sie ihr Geld wert ist, das seht ihr natürlich bei uns im Review. Aber ganz ehrlich, hier schneit's. Ja, der ganze Spieltag war heute mega cool, mit den richtigen Leuten wieder am Start, mit einer richtig geilen Waffe, die wir mal ausprobieren durften, die ich den ganzen Tag auch gespielt habe. Aber langsam wird es ein bisschen kalt, ich glaube, ich zieh mal um. Ich bin der David von den Franconian Vipers und ich zeige euch heute die Avalon Leopard von VFC. Schauen wir uns noch einmal an, wie die Waffe denn zu euch kommt. Bigardi verschickt diese Waffe in diesem sehr stylischen Karton von VFC in einem Carbon-Style-Karton. Finde ich sehr schön, auch mit dem Boot sehr ansprechend. Was kommt mit? Die Waffe natürlich, die VFC Avalon Leopard. Von Bigardi noch ein Kronprotokoll. Wir haben ein 120 Schuss mit Cap Magazin. Drei Wells dabei und natürlich Kimmer und Korn. Kommen wir noch zur Verarbeitungsqualität vom Body von der VFC Avalon Leopard. Und da nehme ich euch mal ein bisschen mit ran. Ich zeige euch ein paar Bilder, beziehungsweise wir schwenken mal über die Waffe und gehen mal die Waffe ab. Fangen hinten am Skelettschaft an, was ich sehr, sehr schön finde. Er ist federgelagert und aus Metall. Die Schaftkappe hinten ist natürlich aus Polymer bzw. ABS. Wie ich finde, die Slingaufnahme ist etwas klein geraten. Kommen wir noch zu unserem Lower Receiver. Der Lower ist hier wie der Upper auch komplett aus Metall gehalten. Wir finden hier ein paar sehr, sehr schöne Markings, auf die ich gleich noch eingehen werde. Zudem diese rot eloxierten Teile eben, was sehr, sehr viel hermacht. Wir finden den Pistolengriff, finde ich persönlich sehr, sehr angenehm zu halten. Andere Spieler sagten, dass es nicht so angenehm ist, weil er ein wenig eckig ist. Ich finde es ganz schön, ist auf jeden Fall eine coole Sache und wen es stört, naja, Grifftauschung, das kriegt wohl jeder hin. Kommen wir zu unserem Magazin. Das rastet relativ schwer ein, man muss da ein bisschen spielen, so wie bei der AK, ein bisschen schräg ansetzen, dann geht es auch wunderbar. Und den funktionierenden Bolt Catch. Auch eine ganz, ganz feine Sache. Wir haben einen beidseitig bedienbaren Magazinauswurfhebel. Wir haben beidseitiges Feuerwahlhebel. Zu dem in meinen Augen wichtigsten Punkt. Und zwar ist das das Kimon. Eben hier mit dem Leopardenkopf. Macht auf jeden Fall was her. Und wir haben hier, was ich sehr, sehr gut finde, das Kimon-System generell ist sehr dick gehalten.
Wir haben hier einmal das Avalon-Logo, The Weapons Works, nochmal Avalon Weapons, dann Kaliber 5,95 mm, dann unten drunter eine fortlaufende Seriennummer, die sehr schön eingelassen ist. Wir finden dann nochmal weiter vorne über dem Feuerwahlhebel des Avalon Weapons Works MFG. New Taipei City, Taiwan und eben unseren Feuerwahlhebel mit Safe Semi-Auto. Zudem haben wir auf der rechten Seite ein schönes Monster-Logo. Oben drüber befindet sich dann auch das Bugatti-Kaliber 6 mm BB, das FM5-Eck. Zudem auch wieder Safe Semi und Auto. Dann auch wieder das QRS-Logo auf dem Griff. Und kommen wir noch zum Schönsten. Und zwar haben wir einmal noch unser Leopard-Logo, was einmal graviert wurde und dann eingefärbt wurde, was ich sehr, sehr schön finde, was auf jeden Fall optisch viel hermacht in diesem Weiß- und Rotton. Gerne hätten wir euch auch um die Gearbox der Avalon gezeigt. Nun, da gab es nur einen kleinen Pin, der da zwischen mir und der Gearbox stand. Falls es euch interessiert, was in der Gearbox drin schlummert, dann schaut doch einfach mal bei Reaper vorbei. Der hat zwar nicht die Avalon Leopard gehabt, aber die Avalon und die Gearboxen sind baugleich. Wir haben jetzt auch den Chrono noch im Anschluss und da werdet ihr sehen, dass die Werte sehr, sehr konstant sind. Und das ist natürlich, das spricht für sich. Lassen wir es einfach mal so im Raum stehen. Und falls es euch der Technikpart zur Avalon noch interessiert, dann lasst es einfach mal in den Kommentaren da und dann reichen wir das definitiv noch einmal nach. Schon zu unserem Fazit zur VFC Avalon Leopard. Und zwar, wir fangen direkt mit den Pros an. Wir haben die super Verarbeitung von VFC, die sich hier einfach absolut bemerkbar macht. Wir haben eine geile Optik, die mir sehr, sehr gut gefällt, wobei das natürlich mein Geschmack ist. Wenn das nicht euer Geschmack ist, dann haben wir eine sehr kleine und kompakte Bauweise, die mir sehr gefällt, vor allen Dingen für CQB. Im CQB-Bereich. Da müsste man natürlich, würde ich nochmal mit der Feder ein bisschen runtergehen, dass wir so ein bisschen auf knapp die einen Schuhe kommen. Die Waffe ist perfekt für Linkshänder geeignet, was auch sehr schön ist. Wir haben eine sehr, sehr gute Hop-Up-Unit verbaut mit einem schönen Maple Leaf-Nub, was eine sehr, sehr gute Schussleistung ergibt, beziehungsweise auch eine sehr, sehr schöne Präzision. Wir haben einmal das Schnellfederwechselsystem, dann haben wir eben noch die Markings. Die gefallen mir sehr gut, sind sehr dezent eingelassen, aber sehr, sehr schön, wie ich finde. Vor allem das Leopard-Logo ist ja einfach mal mega geil, muss man einfach mal so sagen. Wir haben ein sehr angenehmes Gewicht für eine sehr kompakte Bauweise, dadurch liegt sie sehr gut in der Hand. Internals, die ihr leider nicht sehen konntet, finde ich sehr hochwertig, auch gehalten. Auch das MOSFET hat ein sehr, sehr gutes und sehr schnelles Ansprechverhalten. Kommen wir zu den negativen Punkten, die Akkuunterbringung. Wir haben kaum Platz. Hier ist es wirklich ratsam, sich in ein normales AR-15 bzw. M4 Stock und Stock Tube anzulegen, um eben einfach größere Akkus mit reinzubringen, was auch kein Problem ist. Und zu guter Letzt, VFC hat eine super schöne Verarbeitung, jedoch passen hier nicht alle Magazine. Da muss man ein bisschen drüber schauen, welche Magazine passen, welche nicht. Das war es auch schon wieder von uns und dem Review zur VFC Avalon Leopard. Und wir wünschen euch natürlich alles Gute. Vielleicht sieht man sich auf dem nächsten Spieltag. Wenn ihr Bock habt und mit uns mal spielen wollt, könnt ihr gerne auch auf unsere Homepage schauen. Da seht ihr uns auch, da seht ihr auch unsere Spieltermine. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal.